Hi, hier sind Ines und der Andi von den Broilers. Und wir wünschen uns für euch ein frohes Weihnachtsfest, dass ihr ganz viel Spaß habt, vertragt euch und habt schöne und besinnliche Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund. Das auf jeden Fall auch, ja. Classic Rock Radio. Wir sind ein bisschen angeschlagen, weil wir waren so lange nicht mehr auf Tour, dass man das so ein bisschen verlernt hat, Haus zu halten. Sobald wir in diesen Bus steigen, ist es etwas schwierig mit dem Alkohol. Aber sonst geht's. Ich wollte gerade sagen, wir haben sehr viel Durst bekommen die letzten Tage und mussten ihn stillen. Also ich bin generell glücklich, dass wir bisher schon oder noch so viele Städte dann doch spielen konnten. Das ist ja auch eigentlich immer eine Glückssache von Tag zu Tag im Moment, wie es weitergeht. Deswegen bin ich allein dankbar und glücklich, dass wir das geschafft haben. Und glaube auch oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die meisten Konzertbesucher das ähnlich sehen. Ich glaube, im Moment ist es für ganz viele eine schöne Zeit, auf Konzerte gehen zu können, wenn es denn möglich ist. Und die haben es dann auch genossen. Als wir das geplant hatten, waren wir ultra unsicher. Also das mit Sitzen, wir sitzen, das Publikum sitzt. Boah, da waren wir ganz unsicher, ob das klappt, ob das überhaupt irgendwie Stimmung aufkommt. Aber es fühlt sich erstaunlich gut an. Es macht unglaublich viel Spaß. Wir sind sehr dankbar und ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum, ich meine, die sitzen eh nicht. Also natürlich stehen die alle auf beim spätestens zweiten Lied. Und ist eine gute Stimmung, finde ich. Ja. Es hat auch was Besonderes. Es ist tatsächlich ein bisschen weihnachtlich hier und da und wir haben echt Bock. Ach, das ist eigentlich bei uns immer ganz unterschiedlich. Es gibt Soundchecks, die sind ganz schnell irgendwie vorbei. Das dauert dann nur ein paar Minuten. Und diesmal wollten wir einfach noch ein bisschen an so einen kleinen Knöpfen schrauben, die noch nicht so ganz gesessen haben, wie wir es gerne hätten. Genau, wir haben das Glück, dass Daniel Ecker, unser Tontechniker, der am FOH steht, der hat die letzte Show einfach mal komplett aufgenommen. Und dann haben wir uns vor dem Soundcheck mal zusammengesetzt und haben überlegt, ach, guck mal, hier klingt es noch nicht so richtig geil, das könnte man noch verbessern. Und das haben wir jetzt versucht, wie Ihnen schon sagte, hier und da noch mal ein bisschen zu drehen und was zu optimieren. Ja. Wir hangeln uns wirklich von Tag zu Tag. Es ist wirklich so, dass jeden Tag die Verordnungen des jeweiligen Bundeslandes gecheckt werden, gelesen werden. Und ansonsten machen wir so ein bisschen ganz nach dem Motto, hast du heute schon gelebt, ne? Wir nehmen das mit, was wir gerade haben, also. Wir gucken natürlich, dass es so sicher wie möglich ist und deswegen waren wir auch da, wo man mehr gedurft hätte, haben wir gesagt, nee, wir wollen schon 2G+ und wir wollen irgendwie, dass nicht nur unsere Crew, sondern auch für die Leute draußen, für die Besucher, dass so möglichst sicher, so sicher wie möglich ist. Aber klar, wir gucken natürlich jeden Tag, was wir machen können und das machen wir dann auch. Also die Leute sind eigentlich nur happy. Also auch wenn wir jetzt schon Veranstaltungen hatten, wo wir vielleicht nicht komplett die Gesichter gesehen haben, weil Maskenpflicht war, würde ich immer noch sagen, man sieht es einfach anhand der Augen, man hört es anhand der Stimmung, also des Mitsingens und auch an der Resonanz, die man lesen kann. Also ich finde einfach im Moment, ich glaube, die Leute kann man gerade nicht glücklicher machen, als dass sie mal wieder die Möglichkeit haben, auf Konzerte zu gehen, wie ich eben schon gesagt habe. Also ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also ich liebe Weihnachten. Also ich bin wirklich, ich glaube, auch der aus der Band, der am meisten auf Weihnachten abgeht. Für mich ist schon immer so ab spätestens September kann es eigentlich schon wieder losgehen mit Vorweihnachtszeit. Ich mag Weihnachten auch sehr gerne. Letztens war mein Patenkind bei mir und sie lief durch die Wohnung und schrie nur, oh, du hast ja sogar Weihnachtsbettwäsche. Und dann konnte ich nur sagen, ja, selbst die habe ich. Also ja, wir mögen Weihnachten. Nee, also ich weiß, dass Sammy zum Beispiel, der liebt den Kartoffelsalat seiner Mama. Das ist ja eher was Normales oder was nicht ganz so Exklusives. Aber ein guter Kartoffelsalat ist auch schon lecker. Gibt es dieses Jahr zum Beispiel bei mir, weil wir auf Tour sind. Und da habe ich gesagt, gibt es dieses Mal Kartoffelsalat? Sonst bin ich. Nee, sonst, ich habe schon echt Bock zu kochen dann auch. Und ich habe mir auch ein Rezept von der RGF, den Köchen, die sonst immer bei uns auf Tour mit sind. Die haben irgendwann mal irische Ochsenbäckchen gemacht und das liebe ich. Wenn du richtig gutes Fleisch gekriegt hast, dann irische Ochsenbäckchen, schön mit selbstgemachtem Rotkohl und Ofenkartoffeln von einem berühmten englischen Fernsehkoch. Mega, sehr, sehr leckere Ofenkartoffeln, kann ich nur jedem empfehlen. Und Klöße, weil meine Frau liebt Klöße. Und was nicht fehlen darf,
das Weihnachtstiramisu meiner Schwiegermutter. Das ist schon echt lecker. Da wir kinderlos bei uns in der Familie sind, hat sich das eigentlich mit den Geschenken so ziemlich erledigt. Und wir schenken uns immer etwas, was man am Heiligabend gemeinsam nutzen kann, wie Schnaps oder sowas. Nein, und ansonsten aber bin ich generell, wenn Kleinigkeiten, ich bin eher so jemand, so Anfang Dezember habe ich sie dann schon. Also ich bin keine auf dem letzten Rücker irgendwie. Du? Für unsere Tochter kaufen wir schon sehr früh, natürlich, weil es muss ja dann auch irgendwie da sein. Wenn man es hinterkriegt und nicht mehr kriegt, ist schwierig. Also ich habe zum Beispiel, ich mag Stille Nacht zum Beispiel ganz super, wäre aber hätte jetzt für mich auch überhaupt nicht bei uns aufs Album draufgepasst. Deswegen bin ich mit der Auswahl, die wir haben, sehr zufrieden. Wir haben uns aber ja auch, jeder durfte eine Liste machen, also wir haben auch zusammen drauf geschaut und haben dann eigentlich eine gute Auswahl getroffen. Also ich glaube, deswegen sind auch von jedem so Herzenslieder dabei. Also ich glaube, jeder von uns hätte sich gefreut, wenn ein, zwei deutsche Lieder mit draufgekommen wären. Das ist aber schwierig, weil es wird halt sehr schnell peinlich, so sagen wir es mal so, wie es ist. Und sowas wie jetzt Stille Nacht oder sowas, das machst du so, wie die Hosen es damals gemacht haben, das schreist du, dann ist es irgendwie auch cool. Aber das haben halt die Hosen schon gemacht. Und ich hätte noch sehr gerne Christmas for Cowboys von John Denver drauf gehabt. Endlich wieder live spielen zu können, endlich wieder auf die Straße zu können, Musik machen zu können, Leute glücklich zu sehen, dass die Kultur wieder lebt, das ist eigentlich mein größter Wunsch, ja. Ich meine, ey, wir haben jetzt unsere Open Airs schon zweimal verschieben müssen und ey, wir hoffen, dass wir die einfach irgendwie durchziehen können irgendwann mal, dass wir diese Scheiße mit der Pandemie mal in den Griff kriegen irgendwann und dann auch mal ganz normal wieder, wie Ines schon sagte, ganz normal spielen können, unserem Job nachgehen können, sowas halt. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine schöne Zeit mit meiner Familie. Viel Lachen, wirklich. Ich habe jetzt durch Corona-bedingten Zeiten lang nicht mehr gesehen. Da freue ich mich, das wünsche ich mir. Ja, ja, ich glaube, mein Wunsch geht in die ähnliche Richtung. Ich wünsche mir, dass wir alle wieder mehr Zeit miteinander haben, füreinander. Und ja, ein bisschen unbeschwertere Zeit wieder. Das wünsche ich mir. Christmas. Also ich höre Christmas for Cowboys in Endlosschleife. Ja, und ich Stille Nacht, ne?